Dinosaurs time. So, hallöchen und willkommen zurück zum mittlerweile achten Teil unseres Unboxings zu Predasaurs Dragonfire, den neuen Dragasaurs-Figuren von Draco für 2016. Ja, ganz, ganz langsam, aber sicher leert sich unser Display, unsere Predasaurs-Box, und ich mache hier auch gleich weiter mit dem nächsten Charakter. Bin gespannt, ob wir wieder was Neues finden oder haben wir hier vielleicht einen Doppelten? Wir werden es gleich sehen. Okay, wen die Details zu diesen Blindbags hier interessiert, einfach die älteren Videos angucken oder ab dem ersten Video, dann wisst ihr Bescheid. Falls ihr jetzt ganz neu dazu gekommen seid, oh, sehr gespannt, was wir heute drin haben. Wann finde ich den ersten Doppelten? Das wird nicht ausbleiben. Oh nein, tatsächlich wieder neun. Nidorm vom Donner-Clan, von der Donner-Familie. Hier seine Werte und auch er scheint goldene Waffen zu haben. Er hat die Nummer 2 und so sieht er aus. Wow, auch wieder ein klasse Charakter. Guckt euch den mal an. Interessante Waffe und vor allem auch eine interessante DNA-Fusion, denn wir haben hier 61% Donnerdrache und 39% Dinosaurier. Und hier haben wir es mit einem Raptor zu tun. Cool, spektakulär gezeichnet. Bin ich gespannt, wie spektakulär die Figur aussieht. Und die haben wir hier natürlich so. Wow, na das ist ja wieder mal cool. Alleine schon die Farbe von den Flügeln, dieses Goldmetallic, das ist ja Burner. Yay! Und er ist heute, ja, lila. Guckt euch das mal an. Das ist ja krass. Auch ein cooler Helm. Das erinnert wirklich, keine Ahnung, an einen Blitz, an einen Donner, der nach oben wegzischt. Wieder individuell gestalteter Helm. Sehr schönchen. Und ihr wisst ja, die Zähne leuchten im Dunkeln. Er hat gelbe, giftige Augen. Auch er hat wieder eher ein bisschen flache Schuppen. Auch hier wieder dieser, ja, interessante Brustpanzer, die sie alle hier haben. Der Arm hier wurde übrigens anmontiert. Okay, hier wurde noch ein bisschen lila Metallic auf die Innenseite der Flügel gesprüht. Ja, okay. Aber auch er wurde eigentlich wieder recht ordentlich montiert. Ich sage hier für Draco-Verhältnisse eine ganz, ganz, ganz tolle Serie hier. Schaut euch den Rückenkamm an, wie es hier in die Schuppen übergeht. Und auch der Schweif, richtig, richtig schön. Und dieses Mal haben sie ja ihre Waffen, beziehungsweise die metallische Schwanzspitze schon on board. Braucht man nicht extra aufstecken. Sehr schön. Kann er stehen? Ja, er steht. Aber auch sehr, sehr wackelig. Gut, dann lasst uns gleich seine Waffen hier anschauen. Was haben wir hier? Okay, ja, dieses Mal haben wir hier, ja, so dunkel, metallic, blaue Schilder, auch wieder schön mit Schuppen und den anderen Ornamenten drauf. Echt interessant und cool gemacht, wirklich. Cool gemacht, Draco. Extra für jede Figur einen anderen Helm, ein anderes Schild und vor allem auch eine andere Waffe, ne? Bisher ganz, ganz unterschiedliche Waffen. Keine gleich der anderen. Der hier haben wir auch sowas ganz Verrücktes, wie so ein, ja, auch wie ein Blitz, ne? Kann man schon sagen. Wie könnte man sowas nennen? Eine Kampfkralle, ja? Ein Enterhaken? Auf jeden Fall sieht es echt spektakulär aus. So, und das mache ich ihm natürlich auch gleich wieder an die Hand. Hier ist übrigens auch wieder so ein kleiner Pinökel am Ende. Da halten die Waffen besser. Haben nicht alle Figuren. Ist unterschiedlich. So, und hier habe ich immer das Gefühl, das hält einfach ein bisschen besser. So, dann noch sein Schild. Gut. Okay, ja, und fertig für den Kampf gerüstet. Hier der neue Charakter, sehr schön. Nidorm vom Donner-Clan, von der Donner-Familie. Ein weiterer Dragonsaur zu Predasaurs Dragonfire. Echt klasse. Spektakulär, wirklich coole Figürchen für alle, die es wirklich spektakulär mögen. Dafür sind Predasaurs allemal gut. Ich halte nochmal die Karte daneben. Ihr seht vielleicht einen Unterschied.
Nämlich hier hat er einen goldenen Helm, goldene Waffe und auch ein goldenes Schild. Ja, also da haben sie schon eine kleine Designänderung gemacht bei dieser Figur hier. Aber trotzdem cool gemacht. Okay, also bin gespannt, wie es weitergeht. Freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Hey!